könnte ich sein. Nein! Ich dachte, du spielst keinen Jason mehr. Ja, ich habe auf keine gestellt. Priorität keine. Ich bin Jason. Hallo, Freunde! Und wir sind zurück zu Freitag, der 13. Zusammen hier mit dem lieben Kai und... Ja, die schlechte Nachricht ist gleich vorab. Kai ist mal wieder der... Was heißt wieder? Aber wie so häufig... Ja, du bist ja häufig der Jason, ne? Ja, schon, aber... Wie kommt denn das eigentlich immer? Keine Ahnung. Ich habe Priorität auf, keinen. Also, komplett... Ja, kann ja nicht sein. Ja, wenn alle anderen auf, Jugendleiter gestellt haben, dann... Ist das halt, dass ich dann... Was ist denn gerade? Bei mir kam gerade eine Meldung, du abgelenkt. Was? Du abgelenkt? Du abgelenkt, hm? Alles klar. Auch geil. Ach, das ist aber ätzend jetzt wieder. Das ist ja irgendwie... Hat man nicht so viel Spaß, wenn du da Jason bist. Weil da kann man nicht so viel kommunizieren, ne? Ja. Aber egal. Ja. Das muss ja den Leuten auch gezeigt werden. Außerdem, du lässt mich ja am Leben, ne? Hast du gesagt. Ja, wenn ich... ich hat irgendjemand geschrien bei mir? Ja, vielleicht die, die ich gerade da am töten bin. Ah, du bist wieder dieser fiese Blaue, ne? Ja. Den mag ich gar nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, der ist irgendwie besonders schnell. Der kann auch sprinten. Oh. Deshalb bin ich ja so schnell. Aber ich sag dir nicht, wo ich bin. Ja, ich weiß, wo du bist. Toll. Ich hab irgendwie gar keinen Plan, so einen richtigen. Aber das mag ich ja jetzt schon wieder nicht, dass zwei Leute zusammenhalten, nebeneinander stehen und einen die ganze Zeit schlagen. Ja, werden wir ja auch machen, wenn wir zusammen sind. Versuchen, den anderen zu retten. Muss man ja versuchen halt. Ja, aber dauerhaft einzuschlagen, das nervt wieder. Ja, die wollen wahrscheinlich... dir die Maske runterschlagen, ja, machen ja auch viele. Schlagen und einer baut dann die Sachen. So, ich finde ja gerade gar nichts, was ich gebrauchen könnte. Vor allem, ich habe mich eben schon selber verletzt. Das war das Beste. Ja, auch gut. Bin aus dem ersten Stock gesprungen. Am Fenster. War man versehen. Wollte ich gar nicht. Ich frag mich mal, was besser ist, eine Machete oder ein Baseballschläger? Das will ich nicht sagen. Das musst du doch merken, erschießen. Ja. Wenn du damit verprügelt wirst. Oder soll ich mal den Kochtopf benutzen? Ja, Kochtopf. So, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich gebe jetzt keine Hinweise, wo ich bin. Das müsst ihr verstehen, liebe Zuschauer. Ich bin auf jeden Fall gerade hier an so einem Haus. Hier steht viel an Häusern. Ja, ja, deswegen ja. So, du abgelenkt. Vor allem das Beste ist, ich habe da gar keinen gesehen. Sind die alle schon tot oder was? Einen habe ich getötet. Zwei sich da hinten rumlaufen, okay. Ach ja, kann ich ja selber gucken. Mit Tab, ne? Ja. Wer ist denn tot von denen? Wie hast du den Kall gemacht? Einfach nur erschlagen oder? Nö, den hab ich hochgehoben und den Kopf zerdrückt. Er gesagt, den Hals. Auch noch so einen gemeinen Move, ne? Ja. Aber zu Recht. Ich meine, als Killer sollte man ja auch einen töten, ne? Das ist immer, was die Leute vergessen. Sollte man dem Killer auch nicht böse sein. Außer so wie ich letztens, hab eine Runde gespielt. Und wer war das erste Opfer? Ich natürlich. Fand ich dann wieder weniger gut. Weil sterben ist nicht so schön, ne? Oh, was liegt denn hier?
Achso, ne, brauchen wir nicht. Ich behalte mal meine Waffe hier. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt am Ende. So, jetzt sind aus. Map. Oh, ist ja sehr viel gemacht worden, nämlich gar nichts bisher. Ja, die eine wollte die Batterie einbauen, die habe ich aufgehalten, getötet. Ich finde aber auch nichts. Zwei machen nichts, sie sitzen nur im Haus und verstecken sich von mir. Ach, da sehe ich es auf der Karte gestern. Da hat jemand. Hat die Batterie? Ja, irgendwo da hinten. Oh Gott. Oh, von wegen, ist nichts gemacht worden. Ist ja doch was gemacht worden hier. Okay. Ich muss die ganze auf die Map schauen. So. Dann laufen wir mal schön hier entlang, Freunde. Machen wir einen kleinen Außenspaziergang. Kann eigentlich jeder Jason auch Fallen legen, oder? Bald. Das ist nur eine bestimmte Klasse, die das kann. Kann ich nicht sagen. Vor allem, ich hab halt auch mal geschafft, so eine Falle von Jason zu lösen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Nein, es war nicht Jason seine Falle, es war eine normale Falle. Ach, scheiße. Fallen kannst du nicht, Das war unfair. Warte mal, sehe ich jemand? Der da hinten? Wer? Der Spieler. Steht nur blöd rum. Ja, manche warten nur ab, machen gar nichts. Ja, die zwei, ja, komm. Die nerven mich jetzt gerade. Wo könnt ihr denn sein? Lustigerweise habe ich noch keinen Spieler getroffen. Also nicht jetzt direkt. So, gehen wir nochmal hin, Freunde. Ich glaube, das war B. Du bist wieder äußerst brutal heute, oder? Kann sein. Hat doch mal ein bisschen Mitleid beim Töten. Ja, ich hab doch extra samt das Herz aus dem Körper rausgeschlagen. Es war doch samt. Ich mag den überhaupt nicht, ne? Diesen Jason. Warum? Den du da hast, den Jason, der ist fies. Warum? Der ist echt fies. Den mag ich nicht. Mag eigentlich überhaupt keinen Jason. Ich hab der gemeint ist, glaube ich, dieser Schwarze, oder? Ja, kann sein. So, was riecht denn hier so verbrannt? Hast du irgendwie einen. Oh, das ist gut. Hast du jemanden angezündet doch, hier? Da ist doch einer sehr klug, dass er durchs Wasser schwimmt. Ja, es gibt ja Perks, wo du das schneller und leichter machen kannst mit. Ja, das war's mit ihm, aber jetzt. Er hofft, dass ich mit dem Perk irgendwie. Er ist denn erst gestorben? Und ich komme irgendwie hier gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll so richtig. Das Funkgerät wurde auch noch nicht gefunden, wie es aussieht. Oh, sie hat ein Messer gehabt. Ein echtes Schweizer Taschenmesser. Und dann wartet sie noch, bis ich das Messer rausgezogen habe, um mich zu schlagen. Ja. Wer bist du eigentlich? Wo ich bin? Nee, wer bist du? Achso, wollte sagen, wo bin ich? Ich bin hier diese mit dem Muffin-T-Shirt, oder was hat die da an? Die mit dem knappen Höschen. Achso.
Klappes Höschen. Naja. So, Freunde, wir hauen mal ab. Yeah. Du überlebst. Nee, du überlebt. Ach, du hast dich wieder da verkämmt. Nicht direkt. Es war auf jeden Fall ein Gebäude in der Nähe. Guck mal, die eine will mich schlagen. Hm. Oh, da habe ich wieder das Herz rausgeprügelt. Allgemein. Oh, die sieht aber auch rassig aus hier mit ihrem Outfit. Sieht aus wie so eine, sieht aus wie so eine Wrestlerin. Ja, die dich gerade eben geschlagen hat. Die ist gerade durchs Fenster gesprungen. Moin. Das ist dieser Laberhannes eben. Aus dem Chat. Wo ist sie hin? Das ist dieser Russe. Mach ihn fertig. Der hat irgendwas in der Hand. Kann ich ja. Was ist denn das? Ein Schraubenschlüssel. Billig. Aber im Schlagen ist er gut, ne? Das kann er. Okay, entkommen. Ich bin der Einzige, der entkommen ist, wie das aussieht. Auch nicht schlecht. Jetzt kommt hier die wilde Jagd. Wo ist das überhaupt, wo ihr da beide seid? Ich glaube, das... Kann er sich nicht teleportieren? So gut, der Jason? Ja. Doch. Aber auf jeden Fall kommt sie nicht richtig ran, ne? Wenn sie ihr Tempo beibehält, kommt sie nicht ran, habe ich den Eindruck. Was eine Idee, was eine Möglichkeit wäre, ein Messer vielleicht zu werfen. Wurfmesser. Hab ich keins mehr. Ah, im Haus ist es mal relativ schwierig, jemanden zu kriegen. Aber jetzt hier draußen könnte es klappen. Weil ich kann ja nicht unendlich Energie haben. Kann ja nicht sein. Geht der jetzt wieder ins Haus? Ja, ja. Nee, kann sie nicht. Darf ich zwar nicht sagen, normalerweise, dass sie ins Haus geht, aber ich kann den eh nicht leiden. Ah, jetzt nutzt er die Gelegenheit und nutzt das Funkgerät. Scheiße. Ist der eine Sekunde vorher reingekommen? Ja, ja. Ja, mach sie. Oh, wie viel hat die davon denn? Hör auf, die schlägt jetzt wieder. Das ist das zweite, ich weiß. Die schlägt mich jetzt. Aber hat nichts gebracht, weil der Schraubenzieher, der ist ja. Der Schraubenzieher, sag ich schon. Yeah! Okay. Du überlebst. Du tötet vier. Ich hab dich aber auch kein einziges Mal in meiner Nähe gehabt, ne? Ich hab... weiß ich, wo du warst. Ich vermute mal, wenn du alleine bist, hast du eher Chancen, dass du nicht entdeckt wirst. Ich glaub schon. Level 15. 827 XP. 1010 XP. Du hast alle getötet, bis auf mich, ne? Mhm.